Die Nachricht, dass der fast kopflose Nick versteinert worden war, verbreitete sich nach den Ferien wie ein Lauffeuer in der Schule. Die Schüler dachten, wenn sogar ein Geist versteinert werden konnte, wäre niemand mehr sicher. Die Erstklässler gingen nur noch in kleinen Grüppchen durch das Schloss, denn sie hatten Angst, angegriffen zu werden, falls sie alleine herumspazierten. Es kam zu einem blühenden Handel mit Talismanen, Amuletten und anderen schützenden Utensilien. In der Zwischenzeit hatte Harry erfahren, dass Draco Malfoy nicht der Erbe Slytherins war. Aber wenn es nicht Draco ist und auch nicht Harry, wer ist es denn dann? Wer ist es denn dann? Beeil dich, Harry! Der Unterricht in Verteidigung gegen die dunklen Künste fängt gleich an! Schon wieder Unterricht bei dem? Das wird wunderbar werden! Professor Lockhart will uns Elasto beibringen! Juhu. Nun komm schon, Harry! Ich überlege gerade, wie viele Zauber wir im ersten Teil gelernt haben. Wir hatten Alohomora, Wingardium Leviosa und Flipendo im ersten Teil, ne? Hatten wir sonst noch was? Incendio, das heißt, wir hatten im ersten Teil 4 Aufgaben. Ist das richtig? Erinnere ich mich richtig? Und dann halt den Teil, in Sobald der... Sobald ich Richter Semvra kann, probiere ich ihn an einem Gryffindor-Erstklässler aus. Okay, war nur ein Witz. Schwachkopf, dich mache ich fertig. Und wir hatten dann halt den Teil... da halt zum Stein der Weisen, wo man zum Stein der Weisen kommt. Ich wollte hier einmal eine Runde kämpfen. Ich überlege, wie das jetzt ist. Jetzt haben wir hier halt anstatt 5 nur 4 Sachen, 4 Zauber. Ach so, gegen ihn, ne? Ja, ja. Dafür haben wir aber auch nicht nur die Kammer des Schreckens, sondern wir kommen auch in den verbotenen Wald. Na, wer die Filme kennt, weiß, dass wir da ein kleines Date mit einer Spinne haben. Expelliarmus! 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 Haha. Und wir haben hier aber noch die zwei zusätzlichen Sachen. Überlege ich die ganze Zeit. Im ersten Teil, ich versuche gerade ein bisschen abzuwiegen. Ob dieser Teil ein bisschen länger ist als der letzte. Wir haben hier halt die beiden Sachen, die wir für Gold suchen müssen, plus den Teil, den wir halt jetzt im... Nee, wir mussten drei Sachen für Gold suchen, ne? Wir mussten drei Sachen für Gold suchen. Oh. Plus der Teil im Slytherin-Schlafraum. Und im ersten Teil hatten wir das, wo wir die ganzen Feuerdinger für Hagrid suchen mussten. Ich überlege gerade, ob wir da auch irgendwas mit Zaubertrank hatten, mit der Zaubertrankkunde. Ich glaube, der zweite ist ein bisschen länger. Ich versuche das gerade irgendwie so ein bisschen einzuschätzen. Ja, komm, holt mal nicht rum hier, lasst mich mal bitte gehen. Ja doch, ich glaube, der zweite ist ein bisschen länger, weil der dritte wird echt kurz werden. Jedenfalls fühlt er sich total kurz an. Ich glaube, der ist gar nicht so kurz. So, ich glaube, bevor es jetzt weitergeht, mache ich den hier auch nochmal eben. Ja, Mann. Lass uns duellieren. Und dann sind wir voll rich. Was unsere Bohnen angeht. Ja, hört mal auf, euch immer hier Harry, zu verteidigen. Du trittst jetzt gegen ein Mitglied aus deinem Team an. Aber erwarte nicht, dass der Kampf deshalb leichter wird. Expelliarmus. Snape hat doch immer die gleichen Sprüche. Vor allem, die sind halt einfach mega nicht schwer zu besiegen, ne? Vor allem er. Soll besser sein als der gerade und kann nicht einmal zurückschlagen. Harry hat einen anderen Gryffindor geschlagen. Ja, ja, bla 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 bla. Wir haben einiges am Boden bekommen und sind jetzt alle glücklich und irgendwie auf Platz 5 in der Rangliste. Toll. So, dann gehe ich jetzt mal hoch, weil jetzt lernen wir nämlich unseren letzten Zauber und dann wird es wirklich ernst in diesem Spiel. Entschuldigung. Ja, gut so. Ich bin nämlich Harry Potter. Harry Potter. Ich überlege gerade. Uns fehlen hier noch 17 Bildkarten, ne? Und hier 14. Macht auf jeden Fall Sinn, noch eine neue Narbe zu bekommen. Bevor es später in den Wald geht. Aber okay. Beeil dich. Wir wollen doch nicht zu spät zu Professor Lockharts Unterricht kommen. Nein, bloß nicht. Wieso wir?
Du nicht, Hermine. Tu mal nicht so. So, weiter geht's. Eins müssten wir noch, ne? Wir sind jetzt gerade im zweiten Stock. Der dritte, da oben ist der vierte Stock. Eigentlich gibt es ja, glaube ich, 7 Stockwerke. Oh Gott, das wird im fünften so verwirrend. Aber halt auch grandios, weil es eben so umfangreich ist. So. Willkommen zu eurem Lieblingsunterricht, liebe Gryffindor-Schüler. Wartet mit den Jubelrufen, bis wir Elastu gelernt haben. Harry Potter, du siehst aus, als wolltest du unbedingt noch etwas dazulernen. Steh auf und tritt vor die Klasse. Wir werden den anderen dann zeigen, wie das geht. Warum immer ich? Diese Ironie. Konzentriere dich auf das Symbol vor dir und lass dich nicht von meinem fabelhaften Aussehen irritieren. Nein, nein, niemals. Vor dir wird ein Zauberstab erscheinen, der die Form des Symbols nachzeichnen wird. Hm. Wenn der Zauberstab sich genau über dem Pfeil befindet, musst du die entsprechende Pfeiltaste drücken, um das Ziel zu treffen. Und das habe ich ja zum Glück noch nie gehört. Die Herausforderung besteht aus 3 Übungen. Du musst in jeder Übung alle Ziele exakt treffen, um fortfahren zu können. Mhm. Übung 1. Fang an. Jawohl, endlich. Das ist doch ein Kinderspiel und wäre gelacht, wenn wir das nicht schaffen. Yes. Gut gemacht, Harry. Du kannst nun mit der nächsten Übung beginnen. 5 Punkte für Gryffindor. Übung 2. Fang an. Jawohl. Oh. Ein wenig bin ich dann doch müde. Ich habe gerade auch mal einen Blick auf die Uhr geworfen, was ich nicht hätte tun sollen. Wir haben schon nach 4 Uhr morgens. Gut gemacht, Harry. So mache ich sowas. Du kannst nun mit der nächsten Übung beginnen. 10 Punkte für Gryffindor. Ja, danke. Übung 3. Fang an. Ich sollte eigentlich längst schlafen. Mhm. Und das letzte. Man kann sich jetzt gar nicht mehr vorstellen, dass man das verkackt als Kind. Du hast alle Übungen abgeschlossen. 15 Punkte für Gryffindor! Dankeschön. Du hast es geschafft, Harry. Du beherrschst jetzt Elastu. Dieses Bild im Hintergrund von ihm, wie er sich selber malt, das ist so behindert, ne? Elastu-Herausforderung. Behindert ist natürlich kein Schimpfwort. Das ist so bescheuert. Meine ich selbstverständlich. Willkommen zur Elastu-Herausforderung, Harry. Um die Herausforderung erfolgreich abzuschließen, musst du den Stern der Vollkommenheit einsammeln. Er befindet sich einige Stockwerke über uns. Das kriege ich hin. Hol dir den Stern der Vollkommenheit so schnell wie möglich. Spring die Uhr auf 0, bevor du ihn hast, gilt die Herausforderung als verloren. Das schaffen wir aber. Auf deinem Weg wirst du noch weitere Sterne finden. Hebst du sie auf, erhältst du Zeit- und Punkteboni. Ich empfehle dir, sie alle einzusammeln. Versuche, den Stern der Vollkommenheit so schnell wie möglich zu finden. Je mehr Punkte du am Ende der Herausforderung hast, desto mehr Hauspunkte bekommst du. Danke. Eine Sache wollte ich gerade gucken. Achso, nee, kann man hier gerade nicht sehen, wie viele Sterne, kleine Sterne wir sammeln müssen. 16 Geheimnisse gibt es hier. Wow, ich nehme mal an, es gibt wieder 10 von den kleinen Sternen. Aber das kriegen wir hin. Elastu-Teppiche sind überall in Hogwarts versteckt. Wendest du Elastu auf sie an und springst dann hinauf, fliegst du wie ein Gummiball in die Luft. Suche den Boden nach diesen Symbolen ab. Sie führen dich zu versteckten Elastu-Teppichen. Ich glücklicher, aber als erstes gehe ich natürlich hier runter. Lupendo! Nein, nicht hier hoch. Lupendo! Ich weiß gar nicht, ob die Treppen steigen können. Anscheinend schon. Hör bitte auf, darauf zu steigen, Harry. Und noch ein Böhnchen. Hier haben wir auch noch was.
Natürlich gucke ich auf der anderen Seite auch noch mal. Und wenn ich mich recht erinnere, war hier auch noch was. Wo denn? Lupendo! Wo war denn hier was? Aha. Wohl, daran erinnere ich mich gar nicht. Elasto! Hui! Wieso hält er sich daran denn nicht fest? Ah, jetzt hat's geklappt. Gott sei Dank. Zu schade, wenn das nicht geklappt hätte, Woll. Und eine Bildkarte. Wir haben Merlin, Mittelalter, Daten unbekannt. Berühmtester Zauberer aller Zeiten, auch Prinz der Magier genannt. Gehörte zum Hof von König Artus, ja? Die Geschichte dahinter kennt man ja auch, sehr wahrscheinlich. Schaffe ich es, darüber zu kommen? Ja, schaffe ich. Das ist so lustig, wie er jetzt immer so komisch springt durch den Zauber. Okay, die Dinge hasse ich. Imps sind gemeine kleine Kreaturen. Halte dich von ihnen fern, denn ihr Biss ist tödlich. Wie bei den Gnomen kannst du auch bei den Imps Flippendo verwenden, um sie in ein Gnomenloch zu befördern. Ich weiß gar nicht mehr, ob sie wirklich tödlich sind. Die Bisse. Die Viecher kommen auf der PlayStation übrigens schon, soweit ich weiß, im ersten Teil vor. Ganz relativ am Anfang. Aber ich kann mich natürlich auch irren. Kann auch sein, dass das andere Viecher waren. So, kann ich hier irgendwas machen? Oh, hallo. Hier haben wir schon das zweite Geheimnis. Ich glaube, das war's. Oh. Und hier komme ich hier hin. Natürlich geht's da später weiter. Ich glaube, hier komme ich einfach auf die andere Seite. Kann das sein? Ja, zu den Bohnen hier. Juhu. Oh, und der zweite Stern von 10. Komme ich da drauf? Jawohl, das sollte klappen. Ich glaube, dann habe ich auch alles. Hoffe ich. Na komm, Harry. Ich glaube, hier musste ich nichts mehr machen, ne? Geh trotzdem mal kurz hier hin, nur um zu checken, ob alles okay ist. Aber es ist alles okay. Haben wir da was? Nein. Dann haben wir jetzt aber den dritten Stern hoch. Den dritten Stern. Und das Spiel ist gespeichert. Oh, ich erinnere mich an die Szene. Hier, ich habe es gehasst. Ich habe sie so sehr gehasst. Wegen den ganzen Imps. Boah, ich hatte voll Angst vor denen. Die wachen natürlich auch wieder auf. Und die Viecher beißen ein, wenn die aufwachen. Oh, oh, oh. Hey, komm her. Ah, Gott. Als Kind fand ich das richtig furchtbar, ne? Den hole ich mir gleich. Erstmal will ich das Vieh hier loswerden. Ach, Gott sei Dank, ey. Ja, hier war nichts. Der muss davor. Ravenclaw, okay. Achso, da steht auch Slytherin. Ich dachte, wir sind hier voll was Besonderes. Habe ich hier eigentlich noch irgendein Geheimnis? Hallo? Geheimnis, nur eine schwarze Wand. Komme ich da so rüber? Ja, das klappt. Lumos. Ah, okay, das ist hier. Na gut. Und damit haben wir schon 4 Geheimnisse. Ein Viertel ist schon geschafft. Plus eine neue Karte. Uns fehlen auch nur noch 2 Stück bis zur nächsten Narbe. Huang Po, 1443 bis 1539, chinesischer Zauberer und Decker der Verwendung gemahlener Feuerballeier. Was man damit machen kann?
Ob man das in dem Buch mit diesen fantastischen Tierwesen wohl herausfinden kann? Okay. Ich denke mal, wir müssen... Ach so, wir müssen noch einmal machen, ne? Flipendo! So. Und dann können wir doch bestimmt nicht nach vorne. Flipendo! Ja, weil wir da bestimmt drauf müssen, ich wusste es. Elasto! Und uns den kleinen Stern hier holen. Ich hab's gehasst, dass man es nie geschafft hat, diesen Stern zu sammeln, bevor man da oben war. Hoppala. Und hier möchte ich natürlich nicht drauf springen, sonst springen wir immer wieder zurück. Das hat auch genervt. Oh, hier weiß ich noch. Flipendo! Flipendo! Danke. Danke. Oh nein, du solltest da nicht rauf. Hallo, bleib mal bitte unten. Das ist kein Ding. Das schaffen wir. Ich will aber auf jeden Fall, soweit ich mich erinnere... Oha! Eiskalt. Geh mal rein hier. Soweit ich mich erinnere, kriegen wir da nämlich noch einen Geheimgang. Ja, die hier ist auch ein bisschen doof, ne, dass sie uns nicht sofort angreift. Aber okay. Juhu, ich wusste es. Haha. Hahaha. Nur bloß nicht zu weit nach hinten fallen, sonst fallen wir da runter. Das wäre auch nicht so geil. Eine silberne Bildkarte, sehr cool. Und wen haben wir hier? Dimfner Firmage, 1612 bis 1698. Wurde während ihrer Ferien in Cornwall von Wichteln entführt. Sie konnte befreit werden, lebte danach jedoch in ständiger Angst vor diesen Kreaturen. Ihr Versuch, das Zaubereiministerium davon zu überzeugen, alle Wichtel zu vernichten, scheiterte. Oh je, die Arme. Okay, dann gehen wir mal hier wieder. Oh, das hat nicht so gut geklappt. Bam. Wir wollen natürlich hier zurück. Hier müsste ich doch direkt hier hochkommen, ne? Jo, es hat knapp geklappt. Ach ja. Zum Glück haben wir wieder sowas hier. Kann ich nochmal Flipendo drücken? Nein, kann ich nicht. Auf der anderen Seite aber, okay. Wäre jetzt beinahe so darüber gesprungen. Das wäre irgendwie doof gewesen. Das hätte man nämlich, glaube ich, nicht geschafft. Und wir haben den nächsten Stern. Die Hälfte ist schon geschafft. 5 von 10, mein Gott. Jetzt kommt mir das alles so weit weg, so schnell vor. Früher hat das immer so gefühlt so lange gedauert. Ist hier nichts? Das sieht so komisch aus, aber nein. Hier war doch was, oder? Daran erinnere ich mich doch. Aha. Oh. 6 von 16 Geheimnissen. Und eine silberne Bildkarte. Felix Summerby, 1447 bis 1508, Erfinder des Aufmunterungszauber. Ja, den hätte ich auch manchmal gerne. Sonst ist hier, glaube ich, nichts. Immer überall diese übergroßen Bilder von ihm selbst, ne? Ist nichts. Hier geht's gleich hoch. Hier ist gerade auch nichts. Da ist noch ein Schokofrosch. Das ist verdächtig. Oho, komm her. Ich wette, hier ist noch irgendwas gleich. Sieht einfach nicht richtig aus. Hier können wir auch nach unten. Das mache ich natürlich. Hehe. Und sammel dabei ein, was es einzusammeln geht. Ich wusste, dass hier Lumos ist. Und was haben wir? Kommen wir damit da irgendwo rein? Vielleicht in einen Geheimgang hier oben? Ja? Ein Geheimgang hier für mich? Ja, damit habe ich ja jetzt nicht gerechnet, ne? Okay, dann halt nicht.
Kein Problem, ist hier unten ein Geheimgang. Was? Nein, auch hier ist keiner. Macht nichts. Ich gucke mich natürlich da oben um. Huch, manchmal springt er so komisch. Ah, okay. Alles klar, verstehe. Halt dich mal fest. Manchmal vergesse ich mich noch nach vorne zu bewegen. Na toll. Ah, denn manchmal muss man sich so ein bisschen weiter nach vorne auch bewegen. Damit man dahin kommt, wo man hin will. So, jetzt aber. Kann ich nichts machen? Komm her, du Kackfee. Ihr habt mich nämlich eiskalt gebissen vorhin. Okay, hole ich mir gleich. Sehr cool. Der Flubberwurm-Schleim ist hier. Natürlich will ich da nochmal hoch, denn auf der anderen Seite gibt es noch das Ding. Das hat sehr gut geklappt. Da muss ich dann nicht mehr ganz hoch. Wunderbar. Okay. Achso, und damit kommen wir dann gleich voran. Ich frage mich, ob da oben irgendwas ist, aber es sieht nicht so aus. Oh, hoppala. Geh mal runter hier. Oh. Ja, passiert halt. Sorry, Harry. Geh mal noch einen nach vorne. Ich glaube, da oben ist echt nichts. Jetzt würden wir da auch, glaube ich, besser drankommen. Nein. Noch ein Stern. 7 von 10 schon. Wow. Und ist da was? Nein, aber hier geht's rüber. Boah. Gigantische Feuerkrabbe, aber die haben wir geschafft. Ich erinnere mich, dass es hier irgendwo auch ein Versteck gab. Ja, wahrscheinlich das da. Hey. Hau ab, du. War hier noch was? War hier nur die Krabbe? Das kann ich mir ja nicht vorstellen. Okay. Das ist verwunderlich. Aber okay. Hoch. Mal hoch. So. Und noch ein Stern. Man merkt, dass ich müde werde, ne? Ich rede nicht mehr so viel, es tut mir leid. Aber genießen wir doch einfach eine Weile dieses Spiel. Hm? Ist das nicht ein super Kompromiss? Ja, Mann, ich wusste, dass wir irgendwas mit der Eule machen könnten. Jetzt war es endlich so. Du kommst auch noch zu mir. Bam. Weiß, dass hier auch irgendwo an der Seite noch ein Geheimgang war. Wow. Hier war nix. Okay. Noch mehr Bohnen. Fährt das Ding nicht runter mit uns? Normalerweise fahren die doch immer runter. Okay. Oh, ich wollte gar nicht speichern. Aber okay, dann speichern wir halt jetzt hier im Flug. Ich weiß aber, dass da unten noch irgendwas war. Vielleicht komme ich da gleich hin. Mhm. Okay, dann öffnet das andere Ding, was ich da gerade angesteuert habe, dieses Zeichen da. Vielleicht einen Geheimgang. Hier mal runter. Aha. So macht Schule doch Spaß, ohne Witz. Und noch eine silberne Bildkarte, ja cool. Bald haben wir echt den dritten Schlüssel. Elbridge Grunion, 1803 bis 1882, Erfinder der Mistbombe. So.
Gut, dass wir nicht darauf, weil sonst wäre es jetzt so ein Hin und Her. Boing, 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 boing. Was eigentlich auch mal ganz lustig sein kann, aber muss ja nicht. Sonst war hier, glaube ich, nichts. Nee. Dann gehen wir wieder nach oben. Oh. Und weiter geht's. Ich denke mal, dass die Dinger was machen, machen sie aber nicht. Okay, was kommt hier? Das sieht einfach zu verdächtig aus, ne? Okay, aber das waren zum Glück nur welche, die mit einem Ding kaputt gehen. Cool. Wo ist hier Lumos? Wo ist hier Lumos? Komm ich da hin? Nein. Aber ich habe einen Lumos-Zauber. Ich werde noch herausfinden, wofür. Dafür. Geilo. Was gibt es hier? Ein paar Böhnchen. Ich habe immer so Angst, dass Peeves da rauskommt, ne? Obwohl wir hier gar nicht in einem Level für Peeves sind. Aber naja. Hier war sonst nichts. Hier ist ein bisschen Baumdingsbums. Wir haben 12 von den Baumdingern, aber nur 4 von den Flubberwurm. Oh, okay. Das ist irgendwie weniger cool. Na gut. Okay. Als erstes mal die Kiste öffnen. Wen haben wir hier? Celestina Warbeck, geboren 1917, berühmte singende Hexenmeisterin. Okay. Shit. Nochmal kann ich da nicht reindrücken, ne? Oh, ich laufe hier ein bisschen zickzack. Ihn kann ich immer noch nicht machen. Hier scheint es nicht zu geben. Bevor ich da jetzt mit Elasto rübergehe, möchte ich natürlich die Bohnen hier einsammeln. Und das Ding hier weg haben. Von da komme ich, ne? Okay. Komme ich da an Elasto? Sieht nicht danach. Hallo. Hatte ich die nicht? Wieso kann ich nicht? Schade, ich dachte, wir können dann direkt zu Boeing rüber. Irgendwo höre ich doch hier eine Feuerkrabbe, ohne Witz. Oh, hallo Peeves. So viel zu, das ist gar kein Levels für Peeves. Du sollst der Maul nämlich übrigens ihre Papiertaschentücher wiedergeben. Just saying. Okay, cool. Und wir kommen hier jetzt raus. Na sowas. Boah. Die hat mich ein bisschen überrascht. Sonst ist hier nichts. Ist da oben was? Ich verwirre mich, die Dinger. Oh. 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 Okay, da ist auch nichts. Hier ist nur ein Böhnchen. Und hier geht's wieder runter. Okay. Da oben kann ich nichts machen. Was ist mit dir? Komme ich da irgendwie hin? Nein, auch nicht. 10 von 10 Sternen. Dann haben wir es ja gleich echt geschafft.